Hallo, liebe Hungrige, es ist tatsächlich vollbracht. Wir sind im neuen Jahr gelandet, das war aber auch verrückt. Und manchmal gingen mir in diesen Tagen die Worte Wilhelm Buschs durch den Kopf, manchmal werden sie auch Goethe angedichtet. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von Feiertagen. Das war ja stellenweise aber auch verrückt. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, keiner weiß, was für ein Wochentag ist. Uhrzeiten werden am ungefähren Sonnenstand gemessen und natürlich sind 1 Kilogramm Kekse ein echtes Essen. Eine gesetzlose Zeit. Apropos Essen, bei uns hieß es, Oma kocht, es gibt Salat. Und als Beilage Spanferkel, Schnitzel, Spätzle, Kartoffelsalat, Rouladen, Knödel, Nudeln und etwas Kaiserschmarrn mit Vanilleeis. Und dabei hatte ich doch extra auf meinen Wunschzettel geschrieben, lieber Weihnachtsmann, bitte nicht wieder durcheinander bringen, mein Konto fett, ich schlank. Danke, auch weil Weihnachten und Silvester sind vorbei. Ich wäre dann jetzt bereit für den Sommer. Doch dafür muss ich natürlich noch ein bisschen an meiner Bikini-Figur arbeiten, womit wir beim Thema der Vorsätze fürs neue Jahr sind. Und mal ganz im Ernst, diese 10 hier werden da am meisten genannt. Weniger Stress und mehr Entspannung, mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen, mehr Bewusstsein fürs Klima entwickeln und nachhaltiger leben, mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren und weniger Fleisch essen, abnehmen, sparsamer mit Geld umgehen, man hat ja auch gar keine andere Chance, weniger Zeit im Internet und mit Fernsehen verbringen, verreisen, mit dem Rauchen aufhören. Zumindest letzteres habe ich schon vor langer Zeit erledigt. Doch vieles davon ist eben nicht so leicht zu bewältigen. Und bevor wir uns da zusätzlichen Stress machen, könnten wir uns auch an dieser Maxime orientieren. Und was, wenn du das ganze Vorsätze-Ding sein lässt und einfach glücklich bist? Und dazu passt ja auch dieses Statement von Klaus Kinski, entdeckt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, ich trinke nur mit Menschen, die ich mag. Bei Menschen, die ich nicht mag, trinke ich vorher. Und wenn man da Einsteins Meinung kennt, ist Kinskis Ansicht auch leichter zu verstehen. Denn Einstein sagte, 2 Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Traurig. Doch wenn wir so um uns schauen, was da alles passiert, was kann man denn tun? Natürlich vieles. Und ein Tipp wäre, oder wir machen es so. Die Länder, die die Waffen in Krisengebiete liefern, müssen die Flüchtlinge aufnehmen. Zack, Frieden. Und ein gut gemeinter Hinweis, insbesondere an die Politik, lasst uns abends für die Gas- und Stromkonzerne klatschen, statt die Erhöhung zu zahlen. Bei den Krankenschwestern und Pflegern hat es ja auch gereicht. Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln, aber das neue Jahr, die Zukunft also, hat viele Namen. Und dazu lehrt uns Victor Hugo, für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Lasst es uns angehen und aus 2023 ein gutes Jahr machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.